So. Sag nichts. Du wirst der Fee helfen, nicht wahr? Ich bin so einigen Weltverbesserern wie dir in meiner Zeit begegnet. Leider nahm es nie ein gutes Ende für sie. Diejenigen, die hart für die Menschheit und alles, was wirklich wichtig war, arbeiteten, verdienten das meiste Glück. Aber die Gesellschaft, in die wir geboren wurden, belohnte sie nicht auf diese Weise. Die ehrlichen Menschen mussten leiden. Je ehrlicher und fleißiger man war, desto schwerer hatte man es im Leben. Das sahen dann die faulen Leute, die sich bestätigt fühlten, dachten, harte Arbeit zahlt sich nicht aus. Warum Energie auf etwas verschwenden, das man nicht ändern kann? Wenigstens gehen wir alle gemeinsam unter. Wie denkst du darüber? Ich? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht jedes Wort der Fee, aber es stimmt, dass wir derzeit in einer Krise stecken. Ich wusste es, als ich dieses Silenzium sah, oder wie ihr das nennt. Genaueres kann ich dir nicht sagen. Ich habe dir gesagt, warum. Wenn ich dir Informationen aus der Zukunft gebe, dass die Ereignisse verändert, die zu dieser Zukunft führen, wird es mich vielleicht nie geben. Das Leben von Zeitreisenden hängt davon ab, wie sorgfältig sie mit ihren Informationen umgehen. Aber wenn ich nichts sage, kommen wir auch nicht voran. Es ist schwer, einen Mittelweg zu finden. Naja, du gehst jedenfalls zur anderen Chronomalie, oder? Ich möchte mitkommen. Willst nicht in deine Zeit zurück? Das wird kompliziert. Mein Ziel bleibt unverändert. Ich will immer noch in meine Zeit zurückkehren. Weil ich habe das Gefühl, meine Anwesenheit hier hat was damit zu tun, dass diese Ära in einer Krise steckt. Vielleicht finde ich eine Möglichkeit, nach Hause zurückzukehren, wenn ich mehr über diese Steine in Erfahrung bringe. Aber im Moment ist das immer noch nur eine Theorie. Außerdem... Ich schulde dir was. Ach ja? Du bist nicht so ganz da, was? Sag mal jedenfalls Bescheid, wenn du dich zu den Steinen aufmachst, ja? Aria hat sich der Gruppe angeschlossen. Nice. Das Treffen von Pavana und Aria erweckt eine latente Kraft. Du hast die Auftragsklasse Kampfgelehrter erhalten. Kampfgelehrter. Dieser Auftrag setzt Wissenschaft und Kampfkunst ein und kann Attribute und Effekte normaler Angriffe austauschen. Okay. Warum sammeln wir nicht erstmal ein paar Informationen in Lethe? Es wäre besser, wenn wir zumindest ein paar Informationen hätten, bevor wir anderen zu anderen Chronomalie gehen. Alrighty. Post. Meiden Sie die Chronomalie. Okay. Wie ist es dir gegangen, Pavana? Schön, dass du dich langsam ans Dorfleben gewöhnst. Hast du schon Van und seine Freunde kennengelernt? Normalerweise sieht man die drei überall in der Stadt, aber mir ist aufgefallen, dass zwischen ihnen in letzter Zeit etwas nicht stimmt. Bitte sprich doch mit ihnen und hilf ihnen, wenn sie deine Hilfe brauchen. Diese alten Knochen sind leider nicht mehr, was sie mal waren. Du bist sicher mehr als fähig, ihnen mit ihren Problemen zu helfen. Vom Bürgermeister. Darauf erstmal einen Schluck trinken. So, untersuche alle Chronomalien in Lethe. Okay. Okay.
Kämpfer, Magier, Kampfgelehrter. So. Dim, 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 dim. Sie schon ernten. So, gucken. Ein paar Sachen kann ich ja verkaufen. Da jetzt angepflanzt. So. Dann geht's erstmal nach Lethe. Nur mal, dass wir Informationen bekommen. Ein Cornello-Händler hat sich in Lethe niedergelassen. Du kannst Haustiere kaufen, um die Weltkarte schneller zu bereisen, oder Nutztiere, um sie großzuziehen. Du brauchst ein kleines Gehege, um Nutztiere zu halten. Beauftrage doch den Renovierladen mit dem Bau. Versuche, ein Haus oder Nutztier beim Cornello-Händler zu kaufen. Oh, sehr niedlich. Quests. Dieses Symbol zeigt dir Orte an, an denen eine Quest fortgeführt wird. Handlungsstränge, die Beziehung zu anderen vertiefen, werden am Ort dieses Symbols fortgeführt. Du kannst im Menü unter Tagebuch eine Zusammenfassung zu jeder Quest lesen. Ja, wir haben schon so ein paar Sachen hier. Gut. Dim, dim, dim. Gucken wir doch mal. Gehen wir erstmal hier zu dem Kleinen. Mal gucken, was die so haben. Hab dich! Du wirst nie bei Fang den Cornello gewinnen. Och, du holst mich immer so schnell ein. Ich will jetzt Verstecken spielen. Dabei kannst du mich gar nicht besiegen. Hehe, wetten doch? Oh nein, tut mir leid. Ich muss nach Hause. Och, komm schon. Wir haben erst ein Spiel gespielt. Ich weiß, es tut mir leid. Ich sehe euch beide morgen. Was ist in letzter Zeit mit ihr los? Es ist noch nicht mal dunkel draußen. Ich wollte doch Verstecken spielen. Oh, Pavana. Oh, ist Milika schon heimgegangen? Das hat sie gestern auch schon gemacht und vorgestern auch. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, macht Milika das jetzt schon seit ein paar Tagen, nicht? Ist noch nicht mal Zeit zum Abendessen, was wohl los ist. Vielleicht muss sie im Haushalt helfen? Nee, ich glaube nicht, dass Milika viel im Haus hilft. Sie spielt viel zu gerne. Ich glaube, Pavana könnte vielleicht recht haben. Es muss einen Grund dafür geben. Hey, Van? Glaubst du, dass Milika vielleicht einfach super böse auf uns ist? Wie bist du denn drauf? Warum sollte sie... Weißt du, ich glaube, du könntest recht haben. Siehst du, das habe ich auch gedacht.
würde sie ja mit euch spielen? Ha, Havana, du weißt echt gar nichts über Mädchen, oder? So will sie nur unsere Aufmerksamkeit erregen, ist doch klar. Ihr habt voll den Durchblick, Jungs. Wir müssen irgendwas tun. Das alles wirkt sich wirklich negativ auf unsere Spielzeit aus. Glaubst du wirklich, sie wäre nicht mehr böse auf uns, wenn wir jetzt etwas dagegen unternehmen würden? Ah, sei nicht so ein Weichei. Wir müssen uns die Mühe machen und es herausfinden. Das schreit nach Operation Superentschuldigung. Superentschuldigung? Das Super steht für super schwierig. Jetzt steckst du auch mit drin, Pavana. Das stimmt, du kennst den Codenamen. Willkommen im Trupp des geteilten Schicksals. Oh Mann. Alles klar, wir brauchen eine Strategie. Also, was denkt ihr, sollten wir tun? Ihr könntet euch einfach entschuldigen? Bist du verrückt? Mein Papa entschuldigt sich dauernd bei meiner Mama und es funktioniert nie. Oh, du glaubst also, nur weil du dich entschuldigst, ist alles vergeben und vergessen? Dann wird sie noch wütender. Das klingt wie etwas, das Milika sagen würde. Warum geben wir ihr stattdessen nicht was Schönes? Na gut, alles klar. Schenken wir ihr was. Da fällt mir ein, wenn. Versuchen wir doch etwas an dem Ort zu finden, den wir gestern entdeckt haben. Gute Idee. Havana, wir gehen an der Stadt in die Stadtgrenze zur Njordsteppe. Wir kommen erst wieder, wenn wir etwas gefunden haben, das Milika gefallen wird. Wir sehen uns dort. Quest Milikas Geheimnis. Schauen wir mal, was sie für ein kleines Geheimnis hat. So, So, dann haben wir hier West. Kapitel 3b, das Requiem der Bulla. Leider verkaufen wir so etwas hier nicht. Ich verstehe, das war wirklich schade. Ich war mir sicher, ihr hättet es im Angebot. Aber es war nicht vollends umsonst, denn ich bin hier auf etwas viel Kostbareres gestoßen. Wirklich? Wir führen hier etwas so Seltenes? In der Tat. Man findet nicht in jedem alten Dorf eine junge Dame von solch außergewöhnlicher Schönheit. Wie bitte? Ich? Was haben wir denn da? Entschuldige mich. Oho. Du trägst aber einen durchaus interessanten Duft. Duft? Entschuldigung, ich war nur neugierig. Ich kann spüren, dass etwas an dir besonders ist. Willst du jetzt etwas kaufen oder nicht? Du bist den ganzen Weg hier aus Schatola gekommen, nicht wahr? Ah, das ist richtig. Es scheint, als gäbe es hier die Vorrichtung, die ich brauche, wohl doch nicht. Vorrichtung? Oh, das tut mir leid. Ich sollte mich vorstellen. Mein Name ist Heine. Mir gehört das Schatulla-Atelier. Schatulla liegt südlich von hier. Es ist eine recht friedliche kleine Hafenstadt. Zumindest war sie das. Durch die veränderte Chronomalie und Lorelei ist es dort etwas geschäftiger geworden. Wie auch immer, es sieht aus, als wäre ich hier fertig. Schau doch mal im Atelier vorbei, wenn es dich mal nach Schatulla verschlagen sollte, ja? Dim, 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 dim. Anleitung priorisieren. Bei der Auswahl von Geschichten und Quests im Menü unter Tagebuch kannst du mit Linksklick die Anleitung priorisieren. So. Hallöchen. Totokaku. Flauschiges Wesen mit langen Hörnern. Reite dieses Wesen, um dich schnell über die Weltkarte fortzubewegen. Uff, 4000. Okay. Futter aus Mais. Damit werden deine Gluckel groß und stark, damit sie leckere Eier legen können.
Wollumfutter. Futter aus Gras. Damit werden deine Wollums groß und stark, damit sie gute Milch produzieren können. Damit lernst du, wie man einen Futtermacher herstellt. Gönn ich mir einfach mal. So. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Hallöle. Das Ei des Himmels. Es tut mir leid, dass ich so nerve. Das ist gar kein Problem. Obwohl ich überrascht war, da ich Istina doch auch gerade Medizin für Nemea gegeben hatte. Es geht doch wohl nichts im Waisenhaus um, oder? Nein, nein, nichts dergleichen. Ah, willkommen. Einen Moment bitte, ich kümmere mich noch um einen anderen Patienten. Danke fürs Warten. Bist du aus Lethe? Havana hier wohnt in der Nähe und hat schon mehr als genug Ärger miterlebt. Freut mich, dich kennenzulernen. Mich auch. Ich bin Asir. Er kam den ganzen Weg aus Nemea hierher. Schließlich gibt es dort keine so begabte Ärztin wie dich, Chris. Wo ist Nemea? Oh, stimmt ja. Du weißt es wohl nicht. Nemea liegt irgendwo östlich von hier, ziemlich nah bei der Chronomalie des Frühlings. Ist eine wunderschöne Stadt voller Kirschblüten. Du solltest sie dir mal ansehen, wenn du Zeit hast. Also, naja, jetzt vielleicht nicht gerade der beste Zeitpunkt für eine Stadtbesichtigung. Tja, es gab ein paar Probleme. Es gab einige seltsame Vorkommnisse, seit die Chronomalie vor kurzem verrückt spielte. Dabei wurden ein paar Leute verletzt, die das Ei untersucht haben. Sie haben ein Ei untersucht? Nun, dieses Gebilde namens Ei des Himmels erschien neben der Chronomalie und seitdem... Hey Chris, ich habe hier die Zutaten, die du wolltest. Vielen Dank, Dim. Ich muss sie nur zusammenrühren und... Fertig, hier ist deine Medizin, Asir. Vielen Dank. Dann gehe ich mal zurück. Doktorin Chris, Herr Dim, Pavana, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Doktorin Chris? Herr Dim? Was ist denn ein Ei des Himmels? Hat er damit dein Interesse geweckt? Alles, was mit der Chronomalie zu tun hat, was? Dein Bedürfnis, dich einzumischen, ist wirklich einzigartig. Wenn du eine Nase in deren Probleme stecken willst, ist das deine Sache. Du willst ihnen helfen, oder? Das würde ich nicht sagen. Du findest Nemea östlich von Lethe, jenseits der Njordsteppe. Grüß Asir von mir, wenn du tatsächlich gehst. Ja. Bin froh, dass es euch beiden gut geht. Bitte versucht in Zukunft mir nicht mehr solche Sorgen zu bereiten. Ganz recht, ich habe es aus mehreren Gründen vernachlässigt, aber du brauchst mal wieder einen Gesundheitscheck. Ich schicke dir einen Brief, wenn es soweit ist. Bitte vergiss es nicht. Schnell wieder weg. So. Dann geht es